Herzlich willkommen, Kameramagier, zu diesem kleinen Tutorial über Textanimation in DaVinci Resolve Fusion. Und das Tutorial kommt tatsächlich gar nicht von mir, sondern vom VFX Creator, einem Kanal, der auch Fusion-Tutorials macht. Und da ich mir gedacht habe, so viele Leute gibt es ja gar nicht, die Fusion-Tutorials machen, deswegen dachte ich, hey, ich mache mal was zusammen mit ihm und das ist dabei rausgekommen. Also er macht jetzt ein Tutorial auf diesem Kanal und du siehst dann am Ende auch etwas, was ich auf seinem Kanal poste. Also schau da auch gerne mal vorbei, wenn du noch mehr Fusion-Input haben willst. Ich würde mal sagen, schnacken wir nicht lange, auf rein ins Tutorial. Als erstes nehmen wir uns eine Fusion-Composition, die finden wir unter der Effects-Library und dann unter Effects. Die ist standardmäßig 5 Sekunden lang, das können wir auch so lassen. Dann gehen wir über in Fusion und erstellen uns unseren Text. Ich nenne das Ganze mal mein Video Studio. Wenn wir die Textnode ausgewählt haben und 2 drücken, wird in unserem rechten Viewport angezeigt. Da wir alle 3 Wörter einzeln animieren wollen, brauchen wir auch 3 verschiedene Textnodes. Dafür kopiere ich mir die einfach ausgewählt haben. Steuerung C, Steuerung V, nochmal Steuerung V und holen mir einen Rectangle. Verbinde zu dem ersten Text und schieb den auf das jeweilige erste Wort. Und das mache ich jetzt wie eine Textnode. Wenn wir das haben, dann nehmen wir den Output von dem obersten Text, ziehen ihn auf den Output von dem anderen Text, dann erstellt sich automatisch eine Merge-Node und das Ganze auch nochmal zu dem unteren Text. Wenn wir die letzte Merge-Node ausgewählt haben und 2 drücken, wird die uns auch im rechten Viewport angezeigt. Ich habe ein Projekt mit 24 Bildern pro Sekunde, das heißt, eine Sekunde geht bei mir 24 Frames. Ich möchte, dass die Animation 2 Sekunden lang ist, also endet sie bei Frame 48. Dann können wir die Node auswählen, drücken Steuerung und Leertaste und suchen Transform. Dann hängt er automatisch eine Transform an die Node an. Das mache ich jetzt mal für jede Node. Dann setze ich mir bei jeder Transform Node einen Keyframe bei dem Center. Gehe zu Frame 0 und animiere mal das Video. Das animiere ich einfach ganz einfach. Ich schiebe das ganz einfach nach unten. Dann haben wir das. Bei dem Mine gehe ich zu Frame 24, also die Hälfte praktisch, verschiebe das Ganze bei der Y-Achse auf 0,75, gehe zu Frame 0 und verschiebe das Ganze nach rechts. Dann gehen wir wieder zu Frame 24 und gehen so auch zu der obersten Textnode. Das ist jetzt das Studio. Hier setze ich einen Wert von 0,25 ein, auch wieder unten und dann wieder zu Frame 0 und schiebe das auch wieder hier aus dem Frame praktisch raus. Was man jetzt noch machen kann, man kann die Animation so gesagt etwas smoother machen. Dafür gehen wir in den Baseline-Tab, wählen uns alle 3 Nodes aus. Falls man hier aktiviert hat, Show Only Select Tools, dann werden nur die Nodes angezeigt, die man auch ausgewählt hat. Dann setze ich bei jedem einen Haken, dann wähle ich mir alles aus und drücke F. Dann fängt er immer langsam an und wird dann schneller und hört dann wieder langsam auf. Wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, dann sieht das ein bisschen smoother sozusagen aus. Dann nehmen wir uns eine Fast Noise Node, die ausgewählt haben und 1 drücken, wird uns auch im linken Viewport angezeigt. Hier setze ich das Detail recht hoch. Den Scale erhöhe ich auch um einiges, eigentlich auf das Maximum. Und damit sich das Ganze selber animiert, setze ich die Seed Rate auch noch hoch. Dann gehe ich zu Frame 48, also wo unsere Animation vorbei ist. Setze mir einen Keyframe bei dem Contrast und setze den da auf das Niedrigste, was geht. Dann gehe ich zu Frame 0 und setze den Contrast auf das Maximum, was überhaupt möglich ist. Dann nehme ich mir noch eine Merge Node. Verbinde, wenn ich hier mit rechtsklick den Output hole und auf der Merge Node loslasse, wähle ich die Effect Mask aus, hier den Vordergrund, also den grünen Input und dann mache ich mir noch eine Background Node, die ich einfach komplett transparent mache und schwarz lasse. Dann tue ich den in den Hintergrund Eingang der Merge Node. Was das Ganze jetzt macht, die Fast Noise Node sagt sozusagen, wo der Text sichtbar ist. Und der Kontrast macht halt, dass das über die Zeit hin immer gleichmäßiger sichtbar ist. Jetzt ist natürlich hier der Text am Ende noch so ein bisschen neblig. Das kann man noch ändern, indem wir zum Beispiel zu der Hälfte der Animation gehen, in die Fast Noise Node gehen und uns hier die erste Color Keyframe, wir setzen uns einen Keyframe, gehen zu Frame 48, setzen uns auch einen Keyframe und machen das hier ganz schwarz.
Jetzt sehen wir auch, ist der Text erst ein ganz bisschen sichtbar und dann wird er immer mehr sichtbar und am Ende ist er auch komplett sichtbar. Dann suchen wir uns eine Blur-Node, dafür drücken wir wieder STRG-Leertaste und suchen für Blur. Hier verbinden wir auch wieder den Merge mit dem Blur. Wenn wir uns das einmal angucken, dann muss man das auf jeden Fall etwas erhöhen. War fast so weit, wie es irgendwie geht. Für den Grid-Hintergrund drücken wir STRG-Leertaste und suchen nach Grid. Dann brauchen wir noch eine Background-Node. Auch die können wir uns wieder anzeigen. Die stelle ich um von Solid Color auf Horizontal. Gehe zu Frame 48, also da, wo unsere Animation endet. Setzen wir ein Keyframe bei beiden Farben. Nehme bei der oberen so einen schönen Pink-Ton. Und bei der unteren so einen schönen Grünton. Verbinde das Ganze. Dann, wenn wir uns das Ganze angucken, haben wir hier unseren Grid. Damit, der ist aber mir noch ein bisschen zu klein. Dafür wähle ich den Grid aus, drücke STRG-Leertaste und suche nach Transform. Auch die müssen wir uns wieder anzeigen. Stelle Edges um zu Mirror und mache die Size etwas kleiner. Dann spiegelt er das praktisch wieder auf die anderen Seiten. Dann nehmen wir uns wieder eine Merge Node, verbinden den Blur diesmal wieder mit dem grünen Input, mit dem blauen Input, also dem Masken-Input, den hier in den Vordergrund und auch den können wir wieder als Background nehmen. Wenn wir uns das Ganze angucken, dann sehen wir, der Grid ist auch wieder nur da zu sehen, wo der Text ist. Das gleiche Spielchen wie hier, nur halt mit nicht mit einer Fast Noise, sondern einfach hier mit dem Blur. Dann zu guter Letzt nehmen wir uns nochmal eine Merge Node, verbinden den Output in den Hintergrund und hier den Output von der Merge Node 3 in den Vordergrund. Holen uns nochmal eine letzte Background Node, verbinden auch den Output wieder auf den anderen und dann noch mit der Media Out Node verbinden. Wenn wir uns das Ganze angucken, haben wir das. Dann würde ich den Background 3 noch so ein bisschen umstellen zu einer fast schwarzen Farbe und dann wären wir eigentlich auch schon fertig. Das war es eigentlich schon mit dem Tutorial. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Like geben. So, und mit einem ähnlichen Node-Setup habe ich tatsächlich auch auf dem VFX Creator-Kanal eine Transition gebaut, die du hier sehen kannst. Wenn du wissen willst, wie man so eine Transition bastelt und sich als Preset speichert, dann schau doch mal gerne auf dem Video hier oben vorbei und dann siehst du das nächste. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Hau rein!